braves Hündchen. Wird, glaube ich, nicht passen. Ich glaube, wir müssen einen Trecker organisieren. Sie weiß mal wieder von nichts. Oh nein. Schade. Naja. Ein ganzer See hier. Wenn wir noch im Baden gehen. Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Also Hella ist leider heute nicht dabei oder die ganze Woche nicht dabei, denn sie ist im Urlaub und ich werde eine OWWH drehen, also eine One Week Without Hella. Das habe ich letztes Jahr schon mal gemacht und hat richtig Spaß gemacht. Das mache ich dieses Jahr wieder. Letztes Jahr habe ich zum Beispiel hier diesen Flur gestaltet. Das hier, was man hier hinten sieht, habe ich letztes Jahr hier eingebaut, als Hella nicht da war und sie dann erschreckt, als sie wieder gekommen ist und ganz viele lustige Sachen gemacht. Und ich dachte, ich mache diesmal einfach wieder ein paar coole Sachen und ja, vielleicht bauen wir wieder was, aber was anderes. Hella hat auch nächste Woche, glaube ich, sogar tatsächlich schon Geburtstag. Ich muss noch ein Geburtstagsgeschenk besorgen. Und Ende der Woche steht vielleicht noch eine coole Veranstaltung an, wo ich eventuell hingehe und da euch natürlich auch mitnehmen würde. Also mache ich mich jetzt mal fertig und dann schauen wir mal, was die Woche so bringt. Ich bin jetzt im Auto auf dem Weg zu meinen Eltern und muss mit denen ein paar Sachen besprechen für das eventuelle Bauprojekt, was ansteht. Bin mal gespannt, ob das was wird. Hella würde sich auf jeden Fall sehr freuen. Sie weiß mal wieder von nichts. Ja, die ist übrigens auf Mallorca, falls ich das noch nicht erwähnt habe, mit ihren zwei Freundinnen, Lisa und Tassia. Das haben die ja letztes Jahr auch schon gemacht und dieses Jahr wieder. Und also waren die auf Mallorca letztes Jahr? Keine Ahnung. Auf jeden Fall sind die im Urlaub für eine Woche und ich halte die Stellung hier und habe eine Woche meine Ruhe. Und da sind wir auch schon. Hier stehen die Ponys. Hallo Ponys. Wie geht's? Na, ihr drei? Ihr werdet vielleicht bald umziehen. Ja. Denn beim Stall gibt's ja noch so ein... Oh, jetzt werde ich angerufen. Wer ruft mich denn jetzt an? Antonia. Hallo. Antonia ist nämlich die Bauleitung, deswegen muss ich ganz kurz mit ihr sprechen. Nein, Spaß. Aber was ich sagen wollte ist, beim Stall stehen ja noch ganz viele andere Ponys und die haben leider keine Überdachung. Und deswegen haben wir uns überlegt, wir stellen die einfach alle zusammen. Dann können sie nämlich alle zusammen draußen stehen. Und da ist auch nochmal ein etwas größeres Paddock. Und wollen da diesen Unterstand hinbauen, weil hier ist es leider ein bisschen zu klein. Deswegen haben wir gesagt, wir nehmen einfach diesen Unterstand und stellen den da wieder auf. Also es ist, glaube ich, einfacher gesagt als getan. Ich weiß nicht, ob sich noch irgendjemand an das Video erinnert, wo wir den schon mal abgebaut haben und zusammengebaut haben. Ja, das hat dann doch ein paar mehr Tage gedauert. Aber wir geben unser Bestes, das irgendwie in größeren Teilen, Abschnitten einfach auseinanderzubauen und dann da wieder so aufzustellen. Ne, ihr, wenn ihr wüsstet, was auf euch zukommt. Aber das Paddock bleibt voraussichtlich erstmal so bestehen, bis auf halt der Unterstand, weil Gollum hat sich da eh nie drunter gestellt. Das war so unnötig, weil die haben sich da nie drunter gestellt. Also vielleicht hat es auch an dem Boden gelegen. Die wollen wir auf jeden Fall nicht mitnehmen. Anstattdessen überlegen wir jetzt da Paddock-Matten oder sowas reinzumachen, was ein bisschen angenehmer ist. Jedenfalls haben die sich so selten hier reingestellt. Also die Kleinen ja noch eher, aber Gollum halt nie. Ja. Bauen wir es jetzt wieder ab, beim Stall wieder auf. Und das Ganze war eigentlich Hellas Plan, wenn sie aus dem Urlaub wieder zurück ist, das irgendwie am 5. August oder so zu machen, einen Tag nach ihrem Geburtstag. Aber ich dachte mir, ich mache es einfach schon vorher, ich muss ja eh mithelfen. Und dann freut sie sich bestimmt sehr, wenn sie aus dem Urlaub zurück ist, dass das alles schon fertig ist. Mal gucken, ob es überhaupt klappt, keine Ahnung. Wir haben jetzt angefangen, die Litze abzumachen. Da war die Elektronik. Und jetzt geht's ans Dach. So sieht das Ganze von oben aus. Und da vorne ist ein Einschlagloch. Hier, da hinten. Also die Teile müssen vielleicht ausgetauscht werden. Aber erstmal müssen wir hier die Schrauben rausdrehen. Okay. Jetzt muss ich mich auf diesen Balken hier setzen, damit ich nicht hier auch durchbreche wie die anderen Löcher dahin, weil die Schrauben müssen ja überall raus. Hier muss man immer erstmal suchen. Hier ist so viel Dreck drauf da. Leute, wenn ihr kein Blut sehen könnt, dann müsst ihr einmal wegschauen. Ich habe mich geschnitten. Ich weiß nicht, wie es passiert ist. Ich habe nur auf einmal hier so Tropfen Blut neben mir gesehen. Aber dieses Plastik ist scheinbar ganz schön scharf. Und ich arbeite mich hier gerade voran. Mein Vater holt jetzt ein Pflaster. Naja, Pflaster drauf und weiter geht's. So, Dach ist vollständig ab, wie man sieht. Der Balken hier ist auch schon weg. Jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Und zwar haben wir jetzt hier alles losgeschraubt. So, und jetzt müssen wir schauen, ob wir zu zweit schaffen, diese komplette Wand rauszuheben und in einem Stück zum Stall zu transportieren. Das gleiche dann mit der Wand und mit der Wand. Wir sind noch nicht so ganz so optimistisch. Eins, zwei. Hier geht er nicht raus. Ja, guck, sag ich doch. Es ist raus, es ist geschafft. Sehr gut, jetzt müssen wir es nur noch heile transportieren.
Wir sind gerade fertig geworden. Wir schlagen gerade noch diese Hülsen raus, die da vorne liegen. Ich habe übrigens ein Pflaster jetzt an meinem Finger. Ja. Und jetzt, wie es der Wettergott wollte, fängt es an zu regnen. Eine Stunde später. Jetzt müssen wir irgendwie dieses ganze Zeugs plus die riesigen Wände zum Stall bekommen. Und das wird die nächste Herausforderung, Leute. Es ist halt ein Problem nach dem nächsten, was wir hier lösen müssen. Hier seht ihr mal, es hat wirklich nur eine halbe Stunde gerade gegossen. Ein ganzer See hier, wenn wir noch im Baden gehen. Ich wollte mal schauen, wie hoch das ungefähr ist. Ob man das mit dem Pferdeanhänger transportieren kann. Ich bezweifle es aber irgendwie. Ich glaube, das ist zu groß. Wir sind beim Anhänger. Ich bin gespannt. Muss ich mal schauen. Oh, Leute. Nee. Ich komme hier an, deswegen das passt, es sei denn, man stellt das schräg. Wenn man das so schräg reinstellt, so quer, könnte es klappen. Ich hätte mal einen Zollstock mitnehmen sollen. Aber ich mache immer alles auf so gut Glück. Probieren wir es jetzt auf gut Glück oder lassen wir es? Wird, glaube ich, nicht passen. Ich glaube, wir müssen einen Trecker organisieren. Wird das heute noch hinkriegen? Schauen wir mal. Schauen wir mal, was wird. Was wird? Schaut mal, Gollum steht auf seiner Terrasse und genießt die Sonne, die jetzt wieder rausgekommen ist. Ey, dreh mir doch nicht den Arsch zu. Braves Hündchen. Hi. Na du? Ich soll nach dir schauen, ob es dir gut geht. Aber scheint dir alles paletti zu sein. Jetzt gucken wir uns erstmal das Paddock an, wo die ganzen Ponys dann stehen sollen. Das ist das Paddock. Ist auf jeden Fall direkt am Stall und die anderen Ponys können dann auch da stehen. Ich konnte leider niemanden finden, der einen Trecker bedienen kann. Deshalb müssen wir das wohl auf morgen vertagen und jetzt Zwangsfeierabend machen. Oh nein, oh nein. Ich hoffe ja, dass es morgen nicht regnet. Endlich wieder zu Hause und frisch geduscht, wie man an meinen Haaren unschwer erkennen kann. Es ist kein Schweiß und es war auch kein Regen. Es ist die Dusche gewesen. Und ich schwöre es euch, eine Dusche tat lange nicht mehr so gut wie heute. Wirklich, wenn man sich so körperlich betätigt, so schwer, wie wir es getan haben. Ist auf jeden Fall mehr Arbeit als gedacht. Und Hella, ich hoffe, du siehst dieses Video. Freust dich, denn das wird dein Geburtstagsgeschenk, glaube ich, sein. Wir freuen uns. Wir freuen uns. Ja. Was anderes ist dieses Jahr einfach nicht drin. Nein, Spaß. Ich glaube, das ist auch schon ein cooles Geburtstagsgeschenk, was wir heute hier geleistet haben. Und morgen geht es ja auch noch weiter, Leute. Ich will gar nicht dran denken. Das Ding ist, abbauen ist ja das eine. Aber aufzubauen, das ist so wie auf einen Baum zu klettern, das ist easy. Aber runterzukommen, das ist immer die Krux bei der Sache. Das ist genauso wie mit dem Auf- und Abbauen. Aber ab- und aufbauen, ja. Ja, egal, Leute. Ich muss jetzt auch schlafen, weil müde. Morgen früh, 8 Uhr geht's weiter. Hella genießt ihr Leben auf Nalle. Aber hat sie sich auch mal verdient. Wir sehen uns morgen. Zweiter Tag. Tag 2 vom Projekt. 2. Gute 2 auf jeden Fall. 3. 3. Vom Projekt, wie nennen wir es denn? Überdachung, keine Ahnung. Das hier ist meine Überdachung für heute auf jeden Fall, falls es regnet. Und jetzt geht's los, ab in den Stall und das Teil wieder aufbauen. So, die ersten beiden Teile sind aufgeladen. Haben leider schon eins geschrottet, aber passiert. Hier wurde jetzt alles gut abgezogen, damit das schön platt ist. Und jetzt wird hier in der Ecke das Teil wieder aufgebaut. Mal schauen, wie lange wir brauchen. Jetzt Frühstück oder? Frühstückspause. Erste Wand steht, der Pfosten hält alles. Ja, dann lass uns frühstücken. Wir haben es tatsächlich geschafft, die Wand in einem reinzustellen. Wir haben hier erstmal so Löcher gebohrt und dann die ganze Wand reingestellt. Perfekt, aber erstmal eine Stärkung. Hola. Die Bauchefin ist jetzt endlich auch da. Auf sich. Das ist ja eine Verpflegung hier. Ja, ja, ne? Herrlich. Steht schon richtig fest sogar. Ja. Fehlt gleich nur noch das Dach. Ja, ohne wäre schlecht. Ja, aber richtig, heute ist mal gutes Wetter. Heute ist gutes Wetter. Und außenrum ist auch schon Pony-Ausbruch sicher. Ja, muss noch ein bisschen Feinschliff gemacht werden und dann passt das. Und dann wird dekoriert. Das machst du. Seh, dass du dich von der Arbeit versteckst. Aha, sehr witzig. Wir müssen hier Bretter reparieren, die beim Transport kaputt gegangen sind. Leider passt es nur nicht ganz. Naja. Fusch am Bau. Wir müssen alle Bretter hier lösen und die alle ein Stück nach oben schieben, damit es wieder passt. Wieso machst du eigentlich nichts? Weiß ich auch nicht. Mein Rücken ist kaputt, Leute. Ich würde gerne mithelfen, Antonias, aber ich kann nur zugucken. Antonias Rücken ist kaputt. Irgendwas gebrochen. Ja, das Kreuzbein. Gute Besserung. Danke. Kleines Update hier vom Bau. Es sieht richtig gut aus, Leute. Fehlen eigentlich nur noch hier oben die Plastikteile
fürs Dach, damit es hier nicht reinregnet. Und so die ein oder andere Schraube, aber schaut euch das mal an, was wir hier heute gerissen haben. Wer hätte gedacht, dass das so gut wieder zusammengeht? Einfach war es nicht, aber gut. Nicht schlecht, oder? Also so doll wackeln tut hier auch nichts mehr. Morgen werden noch die Reste erledigt. Ich muss nämlich jetzt schnell zum Fußball, bin schon viel zu spät, hab ein Fußballspiel und irgendwann ist es auch genug. Wir haben jetzt hier 10 Stunden gestanden, aber es sieht richtig gut aus, hat sich gelohnt. Zum Glück haben wir auch die Wände zusammengelassen, mussten wir nicht jedes einzelne Brett raus und reinschrauben. 6,5 Stunden später. So Leute, der Tag neigt sich dem Ende. Ich war beim Fußball, wir haben 2-2 gespielt gegen eine Mannschaft, die in der Liga höher spielt und ich rufe gerade Hella an. Überhören, wie ihr Urlaub so ist. Sie weiß ja von nichts, was den Bau angeht und scheinbar sind sie beschäftigt. Schade. Naja, aber ich fahre jetzt nach Hause, ich bin so kaputt. Leute, erstmal den ganzen Tag da auf dem Bau stehen und jetzt noch 90 Minuten Fußball gespielt. Aber morgen geht es nochmal weiter, so ein paar Kleinigkeiten regeln, das seht ihr dann gleich. Danach fängt der spaßige Teil der Woche an, da freue ich mich schon drauf. Dritter Tag. Guten Morgen, Freunde. Tag 3 der One Week Without Hella. Ja, ich habe heute mal ein bisschen ausgeschlafen und jetzt sitze ich hier beim Frühstück. Schaut euch das mal an. Das ist eine, ja, wie soll man es nennen? Ein Müsli? Ja, einfach Haferflocken mit Bananen. Und Milch. Oh. Hella würde stolz auf mich sein, dass ich so viel esse. Sie sieht's leider doch. Wenn sie das Video sieht, dann sieht sie es. Lost. Wow, schmeckt super. Bevor es jetzt weiter zum Bau geht, muss ich erstmal noch ein paar andere Sachen erledigen. Unter anderem ein Thumbnail, schweres Wort, Englisch, Thumbnail. Also das Titelbild von dem YouTube-Video bearbeiten, was heute online geht. Heute ist nämlich Mittwoch. Dieses Mal ist es das Ein-Tag-Schwanger-Video von Hella. Und es ist einfach so witzig. Ich habe gerade so Screenshots von den Gesichtsausdrücken der Leute gemacht, die Hella veräppelt hat. Und es ist einfach zu lustig, Leute. Schaut euch das an. Wie Hellas Mom geschaut hat, als sie das gesehen hat. Es war so legendär. So genial. Naja, und jetzt bastel ich mal daraus ein Titelbild. Und dann geht das heute Abend online. Das finale Ergebnis von dem Thumbnail, von dem Titelbild, sage ich jetzt einfach, könnt ihr in dem Video von letzter Woche sehen. Ja, es ist, also das Video an sich ist auch sehr cool. Oh nein, gerade alles sauber gemacht. Hier den ganzen Dreck vom Paddock reingeschleppt. Ich habe auch schon seit 3 Tagen die gleiche Hose an. Und hier diesen Pulli heute. Wer kennt den noch? Das war der erste Hoodie, den Hella damals rausgebracht hat. Und davon gab es echt nicht viele. Also ihr könnt ja mal schreiben, wer von euch davon einen hat. Weil die gibt es tatsächlich gar nicht mehr. Jetzt gibt es aber anderen coolen Merch. Den findet ihr auf Hellas Shop, auf hellagabbert.de. Und ich werde jetzt mit diesem Hoodie in den Stall fahren und weitermachen auf der Baustelle. Den Autoschlüssel und mein Handy sollte ich vielleicht noch mitnehmen. Schauen wir mal, was wird. Was wird? Wir fangen jetzt an, die Plastikdinger da wieder drauf zu legen. Allerdings haben wir ja überall Löcher drin, deshalb überlappen wir die jetzt. Dann fehlen uns aber am Ende welche. Also müssen wir gleich nochmal los und neue kaufen. Aber ja, ein paar kann man auf jeden Fall wiederverwenden, auch die kaputten. Sieht auch schon ganz gut aus. Müssen nachher noch Schrauben rein. Hoch hinaus! Oh, Dachdeckermeister Tom. Hier unten sieht es schon wohnlich aus. Das sollte man vielleicht besser nicht nachmachen. Nee. Pony WG wird dir auf ewig dankbar sein. Ja, ich hoffe es. Jetzt kommt sogar noch die Sonne hier raus. Wir sind fertig für heute. Das Wetter wird schön. Das Dach ist drauf. Ich werde Poet. Bin einfach happy, dass es geschafft ist. Also so ein paar Kleinigkeiten müssen immer noch gemacht werden, aber so können die Ponys ab morgen hier schon mal drauf. Den Zaun müssen wir noch mal ein bisschen anpassen. Der sieht jetzt noch optisch nicht ganz so schön aus, aber er erfüllt erstmal seinen Zweck, dass die Ponys nicht da durchhüpfen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, liebe Ponys. Kriege ich hier dann noch so ein Ehrenschild, so gesponsert von Tom oder so? Ja, hier so. Mal schauen. Jetzt geht's an die Inneneinrichtung. Antonia ist für die Inneneinrichtung zuständig und ja, ich bin dafür, dass wir hier irgendwo meinen Namen reinritzen oder so. Wir brauchen einfach noch einen Pony und das können wir dann Tom nennen. Nach mir benennen. Ja. Tom der Große. Antonia will hier überall so Bilder von den Pferden aufhängen. Ich bin gespannt, was du hier noch so machst die Woche. Oh. Ich fahr morgen erstmal weg. Jetzt ist der Druck groß. Am Samstag werde ich nochmal zur Kontrolle kommen, was bis dahin so passiert ist. Sonntag ist Einweihungsfeier, aber ohne mich. Antonia, du bist dann dafür zuständig, die Reaktion von Hella zu filmen. Ich bin so gespannt. Also im nächsten Video müsst ihr unbedingt wieder einschalten. Naja, damit ist das Projekt jetzt auch eigentlich beendet. Oder so gut wie beendet. Und damit ist das Video jetzt auch tatsächlich zu Ende. Morgen geht es dann mit einem neuen Video weiter. Der spaßige Teil der Woche kann starten. Ich fahre morgen erstmal weg, jemanden besuchen. Dann stehen noch ein paar andere Sachen an. Also bis dann.
Tschüss. 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 Tschüss.